Also als erstes haben wir einen Bestandssensor, der erkennt die Größe vom Stück. Der zweite Sensor, den wir haben, ist ein induktiver Sensor. Das heisst, er erkennt nur metallische Werkstücke nicht, also in diesem Fall Aluminium und Messing. Und zum Schluss haben wir noch einen kapazitiven Sensor. Und der erkennt jedes Werkstück. Und ab dem wird immer die Zeit gestoppt, bis das Teil in der richtigen Position ist. Und so hat jeder Teil seine individuelle Kombination von Sensoren.